Der Hamburger Hafen wird schon lange nicht mehr nur für den Güterumschlag benutzt, sondern auch ein reiches Kulturprogramm wird geboten. So zum Beispiel das Musical König der Löwen. Die Halle steht inmitten des Hamburger Hafens. Die Besucher der Veranstaltung erreichen das Gelände nur mit den Booten. Die großen Ozeanriesen wie auch die kleinen Hafenkutter kommen zur Reparatur in die Trockendocks. Die Funktionsweise der Docks ist ganz einfach. Das Dock wird mit Wasser vollgepumpt, es sinkt. Das Schiff kann einfahren. Danach wird das Wasser ausgelassen und das Trockendock hebt sich wieder und das Schiff steht im Trockenen. Nach erfolgreicher Wartung und Reparatur wird das Trockendock wieder vollgepumpt. Es sinkt und das Schiff kann wieder ausfahren. Es gibt auch andere Möglichkeiten, wie das Blohm-Vostok Elbe 17. Es funktioniert folgendermaßen. Das Schiff fährt ein, hinter dem Schiff geht eine Art Schleuse zu. Das Wasser wird abgepumpt. Das Schiff steht im Trockenen. Ist das Schiff wieder vollumfänglich fahrtauglich, werden die Becken geflutet. Die Schleusentore öffnen sich und das Schiff kann wieder in See stechen. Durch die ständige Flut und Ebbe im Hamburger Hafen wird Sand und Ähnliches mit in den Hafen geschleppt. Um das zu verhindern, hat man sogenannte Trennschleusen eingebaut. Sie verhindern die Zirkulation von Sand und Ähnlichem. Das Container. 1966 wurde erstmalig ein Container im Hamburger Hafen gelöscht. Der Anteil der mit Containern transportierten Waren wuchs in den folgenden Jahren rasant. Der Stückgutumschlag in Säcken, Fässern und Kisten ging kontinuierlich zurück. Es entstanden hochspezialisierte neue Formen des Güterumschlags mit Containerterminals und deren Containerbrücken. Die schiffeigenen Ladungskräne und andere Ladungshilfen wurden durch diese Einrichtungen überflüssig. Die ersten dieser Containerbrücken wurden 1968 am Hamburger Hafen installiert. Sie fertigten im Mai 1968 mit der American Lancer von der United States Line das erste Vollcontainerschiff im Hafengebiet ab. 11.700 Schiffe mit 121 Millionen Tonnen Ladung liefen 2002 in den Hamburger Hafen ein. Er bietet Liegeplätze für 320 Seeschiffe, davon 38 für große Container- und Massengutfrachter. Weitere 9 Liegeplätze für große Containerschiffe sind in Planung. Mittlerweile macht der Hamburger Hafen den größten Teil seines Umsatzes mit dem Containerumschlag. 8,1 Millionen Standardcontainer waren es 2002.
Zwei Drittel davon, 5,3 Millionen Container, bewältigen die drei Terminals der Firma Hamburger Hafen und Logistik AG. Einen weiteren großen Teil macht die Bremer Firma Eurogate GmbH und Co. Rund 70% der abgeladenen Güter verlässt den Hamburger Hafen über das Straßennetz. Die restlichen 30% werden auf Güterwagen umgeladen. Love can touch just one time and last for a lifetime and never let go till we're gone. Love was when I loved you, one true time I hold you, in my life will always go on. Near, far, wherever. Hamburg erkundet man am besten mit einer örtlichen Stadtrundfahrt. Ebenfalls können Sie auch mit der U-Bahn fahren, die teils oberhalb der Erde verkehrt.